So, willkommen zur nächsten Meditation. Für diese Meditation wäre es cool, wenn du dir eine Blume besorgen könntest aus der Vase, aus dem Garten, keine Ahnung, es kann auch eine Gänseblume sein. Oder ein schönes Blatt oder irgendwas anderes Pflanzenartiges. Aber wenn nicht, stellst du dir einfach eine wunderschöne Blume vor. Ja, komm erstmal in deine Sitzposition. Schließ die Augen. Lass Gedanken sein, die kommen und gehen, aber gib ihnen keine Aufmerksamkeit. Richte deine Aufmerksamkeit stattdessen auf deine Entspannung oder deinen Atem. Lass deinen Atem mit jedem Atemzug etwas ruhiger werden. Wie Wellen, die so auflaufen am Strand. Wenn du jetzt eine Blume hast, dann solltest du sie jetzt in deiner Hand haben, in deinem Meditationssitz und darfst jetzt die Augen öffnen. Wenn du sie dir vorstellst, dann ja, versuch dir so farbig, so doll es nur geht, mit geschlossenen Augen diese Blume vorzustellen. Und egal, ob du sie dir jetzt vorstellst oder ob sie in deiner Hand liegt, versuch dich ganz zu versenken in die Blume. Pflanzen sind hier in der Regel nichts, was einem was tun kann, mit ein paar Ausnahmen. Also genieß einfach die Schönheit der Blume. Nimm die Farben oder des Blattes, nimm die Farben in dir auf. Denk nicht an Rot, Grün, Gelb oder irgendwie sowas, sondern nimm sie einfach wahr, so wie es ist. Ganz direkt, ohne Filter. Nimm den Geruch in dir auf. Fühl mit deiner Hand über die Strukturen der Pflanze, der Blume, ganz liebevoll und sanft.
und vergrab dich jetzt ganz in die Energie dieser Blume. Versuch dich da ganz rein zu versenken in das Sein der Blume, das So-Sein. In das Sein dieser Schöpfung. Versuch mit jedem Atemzug immer mehr zu verschmelzen mit der Blume. Und spür vielleicht die Liebe des Schöpfers zu dieser Schöpfung. Spür dabei, wie du immer höher schwingst. Wie du vielleicht immer mehr die Blume so siehst, wie die Quelle, Gott, der Schöpfer, whatever, sie sieht. Und wie du selber in einen hochschwingenden Zustand kommst. Ja, dann verabschiede dich mal langsam von der Blume. Leg sie beiseite, real oder gedanklich. Atme noch ein paar Mal tief durch. Spüre mal den Frieden dieser Übung. Und dann öffne langsam die Augen und kehr wieder zurück in dein Zimmer. Und ich wünsche dir einen schönen Tag oder einen schönen Abend.